Willkommen zu Minecraft. Ja. Braucht eine andere Ansage, glaube ich mal. Muss mir was Neues ausdenken. Darum geht's gar nicht. Ich habe so ein bisschen gestern noch gespielt. Was heißt so ein bisschen? Ich habe noch ziemlich lange gestern noch gemacht nebenbei. Und habe auch gemerkt, dass ich hier so ein paar Stellen habe, wo kein Wasser hinkommt. Wie zum Beispiel hier. Und da. Und das ist allerdings nicht so schlimm, weil wenn ich mal von draußen was mache, habe ich immer noch eine Position, wo ich schnell Luft holen kann. Des Weiteren habe ich jetzt komplett umgebaut. Also wir haben jetzt so ein bisschen was gemacht noch heute. Frau hat schon ein bisschen Kisten sortiert. Und hier seht ihr noch eine Ebene. Jetzt habe ich 3 Ebenen zur Verfügung. Und werde voraussichtlich noch eine 4. Ebene machen. Wo ich da allerdings noch überlegen bin, ob ich da so einen Wasserfall von oben runter mache. Das heißt, wir machen oben ein so eine Ecke, wo ganz viel Wasser ist. Machen dann jeweils Platz, dass das Wasser an der Seite runterlaufen kann. Es muss aber so weit runterlaufen, dass es nicht direkt hier an diesen Zaun kommt oder auch nicht hier drauf, weil ich habe mich dann die Vermutung, dass die Viecher dann da rein. Reinkommen. Und da haben wir Albträume. Ja, wir sollten mal schlafen. Hat mich jetzt auch ganz schön erschrocken, wo die jetzt herkam. wie gesagt, da bin ich jetzt noch überlegen, wie ich das mache. Die Treppe würde ich auch versetzen. Die Treppe würde ich vielleicht so machen wie die hier, dass die direkt hier dran ist. Dass wir, wenn wir hier hochkommen, dass wir direkt rausgucken können. Ich muss nur gucken, wie das unten nachher aussieht. Und ich muss hier noch natürlich noch eine andere Tür einbauen. Das, was jetzt Erd ist, soll nachher auch ausgetauscht werden. Guck mal, da sehe ich gerade zum Beispiel, da fehlt sogar noch ein Steinchen. So. Das, was jetzt Erde ist, wird nachher ausgetauscht gegen die schwarzen Steine. Wir werden in diesem Bereich hier überall Glas reinmachen. So wie hier. Die erste Überlegung war jetzt zu sagen, man kann das Glas ja teilen. Dass wir das teilen und dann das reinmachen. Das wollte ich schon sagen. So eine Fackel reinmachen, dass man quasi so Lichter hat. Aber dann hätte ich das Ganze enger zusammenbauen müssen und dann hätte ich das Ganze wieder abreißen müssen und das wollte ich jetzt im Endeffekt draußen nicht. Denn ich habe noch was anderes gemacht. Wir gehen mal kurz schlafen und gucken, ob das geht. Kann ich mal erstmal mein Getränke schütteln. Weil das Schöne ist nämlich hier, dass mich hier direkt den Sonnenaufgang mit bei. So, Sonne. Da hast du so dein Schiff. Irgendwo läuft anscheinend hier noch ein Monster durch die Gegend. Ah, da sind die Viecher. Irgendwas ist hier nämlich noch. Auf der Karte. Da habe ich mir jetzt nämlich noch ein paar Steine geklaut, wie man sieht. Dann habe ich da irgendwo wahrscheinlich eine Lücke, dass die Monster da spawnen können, anscheinend. Denn ich habe mir überlegt, man könnte, also darunter geht's, darunter ist eine Höhle. Und ich habe das Wasser jetzt gestern so umgeleitet, dass die quasi da reinfallen sollten im Optimalfall. Aber es funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht ausgetestet. Das ist halt das, was man vielleicht auch immer mal gucken müsste. Ich wollte das Gebiet ja auch mitnehmen. Das werden wir nicht mitnehmen. Das werde ich jetzt erstmal so lassen, wie es ist. Das Schiff werde ich erstmal da lassen. Ich habe es auch ein bisschen enger gebaut. Hier habe ich so ein bisschen daran gearbeitet, dass das ein bisschen gefixt ist. Dass das nicht mehr ganz so extrem aussieht mit dieser schönen Bautaste, sage ich jetzt mal. Und es kommt ja aber auch keiner rein. Das heißt, du kommst eigentlich auch nicht über den Zaun. Im Grunde genommen dürfte hier kein Monster reinkommen, aber sag niemals nie, in Minecraft ist alles möglich. Problem natürlich für uns ist, wir kommen nicht raus. Ja, das ist das nächste Problem. Und das ist eins, was wir jetzt gleich fixen werden oder versuchen werden zu fixen. Und zwar habe ich jetzt 2 mögliche Szenarien überlegt. Die erste ist, wir bauen eine Brücke, wo wir quasi von oben oder von der Mitte aus rübergehen können. Problem ist, die Monster könnten natürlich auch irgendwie versuchen, darüber zu kommen und dann hätte ich sie nämlich auch am Hintern. Wäre jetzt also keine gute Idee. Die zweite Möglichkeit wäre zu versuchen, wenn ich jetzt mal auf die Karte gucke. Hier sind wir und hier ist das, ist dieser Typ und da sind noch so ein paar Gegner, dass man hier versucht, einen durchgehenden Tunnel zu bauen, um hier irgendwo rauszukommen und den anderen Tunnel
werden wir hier in diese Richtung bauen, weil ich nicht weiß, wie groß das ist, ob das jetzt alles ist von der Karte. Und wie, ob das hier alles nur Wasser ist. Das werden wir dann gleich auch einmal austesten und uns dann genauer anschauen. Ich muss erstmal was trinken. Das ist jetzt erstmal so die Überlegung. Und natürlich will ich das Haus fertig haben. Ich will alles, was Erde ist, weghaben und das in Schwarz machen. Ich werde aber erstmal gucken. Jetzt habe ich keine schwarzen Steine mehr, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch zu einer Treppe machen kann. Ach ne, ich habe ja sogar noch welche. Weil ich würde nämlich hier nämlich runter. Würde ich die Treppe nämlich machen. Ich muss erstmal gucken, wie weit ich jetzt hier wegnehmen muss. Dass ich hier so die Treppe hinmachen könnte. So, da soll das runter. Das hieße, das wäre hier. Autsch. So, dann lasse ich mal gucken, ob das funktioniert. Ja, so natürlich nicht. Könnte man hier nämlich noch. Nehme ich immer raus. Okay, das war jetzt nicht das, was ich machen wollte. So, das so machen und das können wir dann gleich in Schwarz machen. Das nehmen wir dann weg und machen dann zu. Wir haben dann hier einen Weg hoch durch die Sachen. Habe ich überhaupt eine Hacke? Ich habe nämlich noch eine Axt. Da habe ich sie. Weil wir werden noch einmal die Türen austauschen. Da soll nämlich nachher eine Eisentür rein. Und die Druckplatten sollen weg. Da wollte ich Knöpfe machen. Die Tür aber ein bisschen weiter nach vorne setzen, wenn das geht. Durch die Tarsen gerade gefüttert, jetzt kommt er wieder am Rad. Okay, das heißt, wenn ich den Knopf drücke, geht die auf und zu, das ist schon mal gut, die auch. Wenn ich die jetzt aber normal aufmache, geht sie nicht zu. Okay. So, aber ich sehe, glaube ich, Steintreppe? Steinziegeltreppe. Okay, das ist jetzt eine andere Farbe, aber das ist jetzt auch nicht so wild, ehrlich gesagt. Erstmal, das ist erstmal. Das können wir nachher fixen, sobald wir genug Holz haben. Wir werden auch unten die Sachen anpflanzen, denke ich. Einfach aus dem Grunde, dann können wir aber oben das Lager machen. Und dann brauchen wir nicht allzu viel umpacken. So würde ich das nämlich dann erstmal machen. Na. No.
Oder eigentlich können wir die Ziegel auch weglassen, dann haben wir da halt eine Lücke zwischen, dann kannst du ja daher gehen. Oder wir bauen irgendwas dahin, man könnte irgendwas dahin bauen, aber ich weiß noch nicht was. Müssen wir mal schauen. So, und die möchten wir auch einmal wegnehmen. So. Dann haben wir jetzt, das muss aber zumachen, das sieht was doof aus. So, können wir jetzt zum Beispiel Fackelhalter reinmachen. So, habe ich das erstmal ausgeleuchtet. Dann haben wir zumindest eine Treppe, die wir auch nach oben nutzen können. Und hier müsste ich dann auch noch so eine... jetzt habe ich keine mehr davon. Hey, die Säge ist da unten. Falscher Stein. So. Hier muss ich aber noch einen Zaun vormachen, weil ich kenne mich ja. Und weiß, dass ich hier auch manchmal sehr planlos durch die Gegend laufe und einfach hier runterfalle. Jetzt habe ich direkt die anderen Treppen, glaube ich. Eckstein-Treppe ist doch dasselbe, ne? Ne, ist dasselbe. Ja, dann. Dann. Ach ne, man kann sogar eine Ziegeltreppe machen. Ja, man kann sogar eine Ziegeltreppe. Ja, dann machen wir eine Ziegeltreppe. Ja, die darf ich, die kann ich jetzt nicht einfach komplett wegmachen. Das wäre dann ziemlich doof. Ich gehe jetzt auch hier rein. Ja, jetzt rein. So sieht das Ganze doch schon mal viel schöner aus hier.
Was habe ich für Glas? Habe ich denn noch keinen jetzt? Oh, da läuft ein Zombie mit Rüstung. Er hat sie nicht gedrückt. Okay, ich habe kein Glas mehr. Ist natürlich nicht so schön. Ja, da werden wir mit der Zeit auch nachher richtige Fackeln reinmachen. Das kommt alles nachher noch nach und nach. Das ist noch was wir machen müssen. Gucken, ob ich noch irgendwo Glas habe. So, dann lass mich mal gucken. Wir haben noch Treppen, wir haben noch drei Steine, die wir austauschen können. So, ja, die brauche ich dann noch. Die Steine, da muss ich gucken, dass ich unbedingt neue kriege. So. Dann gehe ich mal eben drunter. Habe ich denn noch eine andere Hacke als die? Ja, guck mal, ich habe sogar noch Glas. Dann könnte ich erstmal was mit dem Glas fertig machen. Weil das soll auch komplett in Schwarz. Der Raum ist soweit fast fertig. Natürlich doof, jetzt habe ich kein Glas mehr.
Habe ich denn noch genug Hacken, dass ich da gleich anfangen kann mit dem, was ich vorhabe? Nö. Muss, glaube ich, welche machen. Ja, wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich habe gar keine Steine dafür, sehe ich gerade. Oh, warte mal, da ist Glas. Nehmen wir das auch mal mit, weil das brauche ich nämlich auch noch, um unten die Ecke fertig zu machen. Dann muss ich doch erst anfangen mit der Mine, sonst kann ich den Garten nicht bauen. Mit dem Garten muss ich mir jetzt auch überlegen, wie mache ich das am klügsten? Weil ich will ja natürlich den Garten anbauen. Ich möchte natürlich auch in die Richtung die Mine haben. Wie viele Felder habe ich denn hier? Stück habe ich. Das heißt, ich habe nur eine 29er Größe. Also eigentlich eine etwas größer. Wie mache ich das dann? Ich würde ungefähr... Ja, Frage, wie lang ist der jetzt? Fischies! Hi! Da sind Fische! Ja, wenn ich welche hätte, würde ich auch welche hinsetzen. Ja, ich habe aber keine. Da hinten ist Plankton, wenn du das meinst. Das könnte man machen. So, lass mich mal gucken. Von den Hälften von 36 ist 18. Das heißt, ich müsste genau die 18 treffen. Okay, ich habe genau die Mitte getroffen. Das heißt, hier würde ich diesen Mineingang machen. Das heißt, ich müsste hier anfangen. Damit ich den als Stufe nehmen kann. Könnte ich den Bereich hier... Ich könnte den Bereich quasi hier komplett als Garten machen. Läuft irgendwas draußen rum. Bei mir auf dem Dach rum, das kann natürlich auch sein. Ach, ich weiß, wer da rumläuft. Der Händler ist schon wieder da.
sollen übrigens komplett Fenster rein. Also genauso wie auch, dass das komplette Reihe mit Fenster ist, dass hier halt das über genug Licht reinkommt und wir die Möglichkeit haben, immer rauszukommen. Ich hatte aber allerdings jetzt eine andere Idee noch, was wir machen könnten. Und das wäre, glaube ich, keine schlechte Idee. Was die Frau gleich dazu sagt. Rein theoretisch würde ich bis hierhin. Also quasi diese Reihe hier. Oder sagen wir mal bis hier diese Reihe. Weil da machen wir gleich die Tür oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, wir würden da eine Tür reinmachen. Glaube ich, für die Mine, glaube ich, besser. So, das heißt, diesen Bereich werden wir dann gleich auseinandernehmen. Und dann als Eingang nehmen für unsere Mine. Ich würde den anderen Bereich, den hier, den würde ich in den Garten umwandeln. Hier würde ich vielleicht Ofen und sowas hinstellen. Dass man dann halt kochen kann und sowas. Dass man sich halt Zimmer vielleicht noch in die Sachen macht. Mit ein paar Kisten daneben, wo man halt Ressourcen reinpacken kann. Und diesen Bereich komplett werden wir dann als Garten nutzen. Guck mal, ich habe noch so viel Erde hier. Ich muss die Erde austauschen. Das ist gruselig, wenn da irgendwann einer herläuft. So, dann lass mich. Ich brauche übrigens noch Wasser. Können wir dann aber komplett machen mit dem Wasser. Dann würde ich nämlich gucken, wie ich das am besten gedeichselt kriege. Mache ich das in die Richtung oder mache ich das so? Hier würde ich. Würde aber allerdings noch einen Weg mit reinmachen. Und ich kann den Weg ja nehmen für die Tür. Das heißt, wir würden nur diesen Bereich nehmen für den Garten. Wäre, glaube ich, etwas besser. Dann kann ich nämlich hier noch einen anderen Bereich reinmachen. Für die Schmiede und sowas. Schmelzofen. Dann kann ich den Bereich nämlich als Garten nehmen. Wir müssen das nämlich auch noch umarbeiten. So, was wollte ich jetzt? Hab ich es vergessen. Aber ich muss das irgendwie, muss ich da eine Lücke oder so reinmachen, dass ich da durchgucken kann. Irgendwas läuft da vorne nämlich, aber ich sehe es nicht. Ich höre es nur. Genau, das bauen wir mal nach unten. Das heißt, ich brauche meine Axt. Und ich brauche meinen Eimer. Fürs Wasser. Weil wir haben ja nicht mehr dieses 3x3 Gedönste, was wir da hatten. Ich wollte gerade sagen, die ist bestimmt schon sichtbar, die Axt, aber ich finde.